Moinsen Leute und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary. Ja, heute habe ich mal wieder ein bisschen Modern Warfare 3 für euch. Das ist so ziemlich das letzte Gameplay, was ich auf der Platte habe von mir. Ich habe zwar noch ein paar in der Falsch hier, aber ich bin, um ehrlich zu sein, zu faul, um Modern Warfare 3 anzumachen. Ja, da macht mir Black Ops im Moment mehr Spaß, wie im Kinomodus von MW3 rumzuspielen. Ja, ansonsten hätte ich hier jetzt mit der MP7 ein Gameplay, das Ganze mit Goldtarnung. Haben viele gewünscht, also beides, die MP7 und die Goldtarnung, und ja, das zeige ich euch doch gerne. Und ja, das ist auch so ziemlich meine Lieblingskombo im Moment, zumindest in MW3. Muss aber auch sagen, ich habe MW3 seit einer Woche nicht mal angerührt, und ja. Ansonsten hätte ich noch dabei als Perks Slider Fan Pro, Hardline Pro und ruhige Hand Pro. Und ja, auf der MP5 habe ich MP7, sorry. Auf der MP7 habe ich die Extended Max. Und ja, ist wirklich eine sehr gute Kombo. Ansonsten glaube ich, hätte ich noch Reichweite. Also es ist ein bisschen doof, dass man im Kinomodus nicht angezeigt bekommt, wie die Klasse jetzt genau aufgebaut ist. Da muss man immer so rätseln, wie man die Klasse vor einer Woche gespielt hat. Und das ist dann doch schon ein bisschen, ja, ein bisschen low-bob. Aber nun gut, dann wollte ich mal bei euch bedanken. Und zwar zweierlei. Einmal, dass ihr mir so viele Gameplays eingeschickt habt. Keine Sorge, ich sehe die Gameplay schon. Ich muss nur im Moment das Ganze ein bisschen verarbeiten, denn ja, ist doch sehr viel angekommen und auch so jetzt hier Feedback so ist ziemlich viel gekommen, weil ich ja einfach mal 800 neue Abonnenten durch Max bekommen habe. Und ja, danke fürs Abonnieren, Leute. Ist echt großartig, wie viele Leute mich da abonniert haben. Riesen Dank an euch. Und ja, freut mich, dass euch das Video so gefallen hat. Ich hoffe, die zukünftigen Videos gefallen euch auch. Und ja, ihr seht schon hier, die versuchen irgendwie alle gar meine Hubkörper runterzuschießen. Und ja, das ist auch so mein Thema heute ein bisschen. Und zwar regt mich das im Moment sehr viel, also sehr auf. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich im Moment irgendwie kein MW3 mehr spiele. Und zwar sind diese Helikopters irgendwie total schwach, größtenteils. Und wenn man sie mal hat, dann machen die 2-3 Kills und dann macht es Boom und sie sind weg. Also ich weiß, das ist irgendwie sehr frustrierend. Und ich sag mir einfach so mal, Camper werden belohnt, ja. Denn ja, die campen irgendwie die ganze Zeit im Eck und dann schießen sie doch kleine Helikopter ab und dann bekommen sie ihren Predator. Und mit der Predator bekommen sie ihre Helikopter und dann stehst du da irgendwie wie der größte Vollidiot. Also das passiert mir wirklich am laufenden Band. Und ja, also ich habe nichts dagegen, dass man die Helikopter kann mit ein bzw. zwei Schüssen abschießen. Aber dass man dafür belohnt wird, finde ich irgendwie nicht richtig. Denn ich sag mal so, man hat, wenn der Gegner einen Payflow hat, hat man total verkackt, ja. Und auch wenn du der Gute aus dem Team bist, wenn der Gegner bis einmal einen Osprey-Gunner oder einen Payflow hast, dann hast auch du verkackt. Und ich sehe nicht ein, warum die Leute, die total verkackt haben, und diese IMS geht übrigens auch auf die Eier, aber warum die Leute, die total verkackt haben, warum die Chance bekommen, mit einer Strela einen Punkt zu bekommen für ihre Predator. Finde ich irgendwie nicht richtig. Geht irgendwie nicht so in meinen Kopf rein, wie man auf diese Schlussfolgerung kommt. Aber nun gut, das Gameplay ist auch so gut wie vorbei, dauert noch ungefähr 50 Sekunden. Ja, ich denke, ich mache jetzt hier einfach mal Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich immer wie einen Daumen nach oben geben und ja, bewerten in den Kommentaren. Oh mein Gott, wie oft verspreche ich mich jetzt hier noch. Und ja, ein Favo wäre natürlich auch immer nett. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.